Hallo ihr lieben Farbrheumatiker, mein Name ist Tim und wie macht man eigentlich im Nachgang einen Clip weicher oder lässt ihn mehr nach Haze aussehen? Ich glaube, das trifft es besser. Wenn ihr euch Filme schon einmal etwas genauer angesehen habt, ist euch doch bestimmt aufgefallen, dass da immer sehr viel Fog und Haze verwendet wird, also Nebel und Dunst. Und es ist auch völlig klar, dass man dadurch dieses Volumen im Bild erzeugt, denn Nebel und Dunst machen einfach nur das Licht sichtbar oder korrekter, Lichtstrahlen und Bündel werden besser sichtbar, klar soweit. Und zusätzlich erhält man gleich noch diesen wunderbar weichen Look, der dann noch mit bestimmten Filtern und Objektiven unterstützt werden kann. Als Beispiel hierfür wären die Cook-Objektive zu nennen, die für ihren wunderbar weichen und soften filmischen Look berühmt sind. Aber wer von uns hat schon eine Cook-Linse oder eben eine Nebelmaschine? Haben die wenigsten bestimmt von euch. So eine Anschaffung kann sich aber durchaus lohnen, besonders wenn ihr szenisch arbeiten wollt. Man kann aber solch eine, sagen wir mal, Weichheit, denn nichts anderes heißt Softness auf Deutsch, auch bis zu einem gewissen Grad zumindest in der Colorpage auf recht einfache Weise simulieren. Klar, diese Technik ersetzt keine Cook-Linse, das ist klar, und auch keine Fogmaschine, aber seht einfach selbst. Hier seht ihr ein relativ unspektakuläres Image, nichts Dolles, alles relativ normal und nun wollen wir das Image mal wirklich weich machen und so einen Haze-artigen Look verleihen. Zuerst lege ich mir hier am Ende zwei Parallel Notes an und hinter der unteren hier noch eine Note und am Schluss hier hinter dem Parallel Mixer noch eine. Prima. In die erste der beiden unteren Notes hier ziehe ich mir einen Directional Blur und ziehe mir hier die Blur Strength so auf ca. 0,8. Könnt ihr auch bis 1,0 hochziehen. Das hängt auch immer vom Image ab. Den Blur Angel setze ich mir hier auf ca. Sagen wir mal um die 40 Grad. Hier guckt ihr einfach bitte, woher euer Licht im Image ungefähr kommt. Mit dem Angel richten wir also die Richtung des Blur-Effekts aus. Klar soweit. Ist ja auch ein Directional Blur. Gut, nun möchte ich aber das Licht, bildlich gesprochen, nicht einfach über das gesamte Image legen, sondern ich möchte meine tiefen Schatten und diese Reflexion und Hotspots des Lichts hier etwas schützen, um den Kontrast im gesamten Image nicht völlig zu zerstören und komplett weich zu wursten. Deshalb gehe ich hier zum Blur-Panel und auf den dritten Punkt hier und hier ziehe ich mir eine Luma-Maske. Und damit ich auch sehe, was ich mache, schalte ich mir das Highlighting ein. Könnt ihr auch hier oben machen. Und nun erhöhe ich also Low so bis auf, sagen wir, so um die 50 und High ziehe ich mir so bis auf ca. 62 herunter. Okay, das passt soweit. Ihr seht hier im Image jetzt den Alpha-Kanal der Luma-Maske. Das heißt, alles, was hier mit so einem Grau belegt, also überlagert ist, bleibt geschützt. Da wirkt der Blur-Effekt also nicht. Und im Gegensatz dazu, klar, alles, was sichtbar ist, also zum Beispiel die Gesichter hier, da wird der Blur-Effekt angewendet. Gut, ich lasse das jetzt so und ich gebe der Maske keinen soften Übergang, sondern setze mir hier rechts lediglich den Blur-Radius ordentlich hoch und zwar so auf 150. Hier müsst ihr aber gucken, ab wann das zu weich wird und ab wann der Effekt überhaupt gut aussieht. Also hier müsst ihr einfach mal ein bisschen einpegeln. Ist halb so schwer. Ich mache das immer so, dass ich möglichst noch Kanten erhalte. Das schützt so ein wenig die Schärfe im Bild und gleichzeitig gucke ich, dass ich möglichst diese feine Struktur in den Hauttönen erhalte. Dazu muss ich aber den Effekt deutlich verringern und das mache ich mit dem Output Key, den setze ich mir hier mal so auf ca. 40%, also auf 0,4. Okay, ich zeige euch noch mal kurz die Wirkung des Blur Radius im Luma Key. Seht mal, ich setze den noch mal auf 0 zurück. Moment, ich zoome mal ins Image hinein. Seht ihr diese Blotches hier? Note aus und an. Sollte klar sein. Das sind die Grenzen unserer Luma-Maske. Die wollen wir aber nicht sehen. Ich zoome mal wieder raus und jetzt setze ich mir den Blur-Radius mal auf 50. Schon besser, aber noch zu harsch die Übergänge. Also mal auf 100.
nicht schlecht, mal auf 150, ja, das sieht gut aus, ihr könnt ja auch noch viel höher gehen, aber irgendwann überstrahlt ihr dann nur noch das gesamte Image, deshalb lieber den Sweet Spot suchen, bei mir hier also so um die 100, 150, ich lasse das jetzt so. Okay, nun ziehe ich mir hier einen Gaussian Blur auf die Note dahinter, lasse hier alles wie es ist und ziehe mir lediglich den Key Output herunter, sagen wir auch auf 40%, nee, 30%, yes, sieht besser aus. Das ist natürlich nun noch sehr extrem. Wir verlieren hier sehr viel Details oder in anderen Worten Schärfe, Detailschärfe. Keine Angst, die holen wir uns gleich etwas zurück und zwar in der Note hier oben drüber. Hier ziehe ich mir einfach etwas Schärfe rein, sagen wir mal so auf 45. Ich kann hier jetzt etwas mehr reingeben als sonst, da wir hier schon sehr viel weich gezeichnet haben. So, und nun guckt mal, alle Notes hier hinten nochmal aus und wieder an. Moment, ich mache alle drei Notes aus und mache mal groß. So sah es vorher aus und so nachher. Alles klar? Seht euch mal den weichen Roll-Off in den Hauttönen an. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt hier natürlich herumspielen. Ihr solltet hier immer die Werte an euer Image anpassen. Meine Werte sind nur Richtwerte. Die können in einem anderen Image schon wieder ganz anders wirken. Zum Beispiel hier, guckt mal. Hier habe ich zum Beispiel den Blur-Radius im Luma-Key deutlich höher gesetzt. Und auch den Key habe ich etwas anders gesetzt. Ich habe hier nur die Schatten geschützt. Die Highlights habe ich überhaupt nicht heruntergezogen im Qualifier. Ihr müsst hier wirklich also imageabhängig schauen, wie es am besten wirkt. Okay, zurück zu unserem Beispiel hier. Um dem Ganzen nur noch etwas mehr Volumen zu verleihen, ziehe ich mir hier auf die letzte Note nur noch einen Glow, setze Select Output auf Glowing Image. Die Shine Threshold ziehe ich ganz herunter auf 0 und den Spread setze ich mir auf 1, also höher. Den Composite Type setze ich auf Luminosity. Softlight geht ja auch, aber für diesen Effekt bevorzuge ich meistens Luminosity, ist ein bisschen weicher und zum Schluss hier unten die Opacity auf ca. 0.2. So, und nun mal die Note aus und wieder an. Moment. Schaut auch mal auf die Waveform nochmal aus und an. Ich hole mir hier also wieder einen Ticken Kontrast zurück und hebe die Schatten noch etwas an. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich habe das jetzt auch etwas übertrieben, damit man den Unterschied auf YouTube auch wirklich noch deutlich sieht. Aber so viel würde ich ja auch gar nicht mehr machen, höchstens die Wirkung insgesamt etwas zurücknehmen. Aber ich lasse das jetzt mal so. Okay, schauen wir uns mal noch eine alternative Variante an. Dazu klicke ich hier mit rechts ganz einfach auf den Parallel Mixer und klicke hier Morph into Layer Mixer. Zack. Und jetzt setze ich hier wieder mit Rechtsklick auf den Layer Mixer, den Blend Mode, auf Screen. Wir haben jetzt also einen Layer Stack und dabei werden ja die Layer über den verwendeten Blend Mode überblendet, also überlagert. Das ist ähnlich wie in Photoshop. Und das war's auch schon. Alles andere bleibt hier, wie es ist. Und natürlich könnt ihr auch hier wieder die Einstellung euch anpassen, was hier meist definitiv nötig ist. Ihr müsst hier in dieser zweiten Note meistens den Key Output noch deutlich höher setzen. Seht ihr das? Dadurch wird's dann schön bloomy. Ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt aber auch noch eine dritte Variante und dazu lösche ich in der oberen Note einfach den Scharfzeichner und setze auch die untere Note hier vollständig zurück. Den Glow schalte ich erst einmal aus und nun ziehe ich mir den Dehaze-Effekt auf die untere Note hier, ziehe mir die Dehaze-Strength so auf ungefähr minus 0.25 und richte mir die Wirkung mit den Reglern Shadow und Highlight entsprechend nach meinen Wünschen aus. Das ist im Grunde so gut wie dasselbe, was ich vorhin in der Luma-Maske gemacht habe. Ich lege hier also jetzt fest, inwieweit der Effekt die Shadows bzw. Highlights beeinflussen soll. Um das Ganze hier jetzt noch besser einschätzen zu können, kann ich Display Depth einschalten. Dann sehe ich ungefähr, wie Shadows und Highlights beeinflusst werden. Hier müsst ihr einfach ebenfalls ein bisschen rumspielen. Das ist immer imageabhängig und genau wie vorhin kann ich nun mit dem Glow-Effekt noch das Ganze weicher machen und einfach wieder also diese Note hier einschalten. Voila!
Abschließend sei natürlich noch erwähnt, dass man in Fusion mit einem Noise Generator ebenfalls wunderbaren und sogar animierten Dunst oder Nebel erzeugen kann, aber der liegt dann auch nur über dem gesamten Image, wenn man nicht mit Masken arbeitet. Ich wollte euch aber heute zeigen, wie es auch ohne Fusion geht, mit teilweise wirklich ganz guten Ergebnissen. Also, ihr lieben Hazy Fantasy Farbtraumdeuter, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Bleibt wie immer schön filmisch bunt und macht's besser.